Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 25. Januar 1996. Heute vor 25 Jahren starb Ruth Berghaus. Hören Sie über die Regisseurin einen Beitrag von Stefan Zetnik. Ich meine, dass man von der Analyse zur Synthese kommen muss, in so einer Kunstgattung, wie die Oper das ist, wenn man das alles zusammenmischt und nicht vorher genau analysiert, dann ist die Oper eben das Allgemeine, was ich meine, dass sie nicht sein sollte. Allgemein, normal, kulinarisch, das waren die Opernarbeiten der Ruth Berghaus nie. Auch nicht die Arbeit an Wagners Ring in Frankfurt am Main. Als im Sommer 1987 die Burg der Götter zum letzten Mal in Flammen aufgeht, signalisiert der Abend ein mehrfaches Ende. Es ist das Ende der Tetralogie, es ist die letzte Vorstellung der Saison und es ist das Ende der Ära von Michael Gielen, der das Haus 10 Jahre als Direktor geleitet, mit Hans Neuenfels, Herbert Wernicke und vor allem Ruth Berghaus neue Regieakzente gesetzt hatte. Sie ist an dem Abend persönlich anwesend und empfängt Ovationen, die rekordverdächtige 72 Minuten dauern. Es ist der Höhepunkt in der Regiekarriere einer Frau, die eigentlich vom Tanz kam. Luca fragte mich, warum ich in die Schule möchte, und da sagte ich, weil ich tanzen möchte. So erinnert sich Ruth Berghaus an das erste Zusammentreffen mit der berühmten Ausdruckstänzerin, an deren Dresdner Schule sie 1947 als 19-Jährige die Ausbildung beginnt. Da hat sie mich genommen und hier in der Schule war auf Anhieb das da, was ich eigentlich wollte. Ich habe diese Schule gelebt, von früh um 8 bis abends um 10, trainiert, getanzt und alles, was nichts mit Kunst oder Tanz zu tun hat, gab es für mich gar nicht. Schnell wird deutlich, dass ihr Talent mehr im Choreografischen, in der Tanzregie liegt. Sie wird Meisterschülerin an der Akademie der Künste, lernt in Berlin Bertolt Brecht und Paul Dessau kennen. Dessau, der wie Brecht im Exil in den USA gewesen war, vertont dessen Texte zu Opern und schreibt Ballettmusiken für Ruth Berghaus. Dessau und Berghaus werden auch privat ein Paar. Beide sind überzeugte Sozialisten, beide glauben an die Kraft der Kunst. Erste eigenständige Arbeiten sind erfolgreich, doch 1962 zeigt sich, dass es mit dem Interesse der Kulturpolitik an modernen Formen des Ausdrucks nicht weit her ist. Ihr an der Palucca-Schule entwickeltes Tanzstück Hände weg wird nach der Generalprobe verboten. Da habe ich gesagt, das ist sinnlos. Es war ein harter Bruch für mich, ein ganz schlimmer Einschnitt in meinem Leben. Und ich war total verzweifelt. Ich mich auch damit abgefunden habe, dass dieser klassische Tanz hier bevorzugt wird und der moderne Tanz Nebenfach ist. Das hat Jahre gedauert. Ruth Berghaus weicht auf die Opernbühne aus. Hier schafft sie bahnbrechende Arbeiten, etwa den mit Achim Freier konzipierten Barbier von Sevilla, bei dem sich eine aus dem Tanz entwickelte Bewegungssprache kongenial mit der Tradition der Commedia dell'arte verbindet. Der damals weit erfolgreichere Theaterrealismus von Walter Felsenstein und seinen Schülern ist ihre Sache nicht. Immer wieder werden ihre Arbeiten zensiert, verändert, nach wenigen Vorstellungen abgesetzt. Seit 1962 Mitglied der SED, wird sie in ihrer DDR zwar mit Preisen bedacht, doch gleichzeitig ausgegrenzt. Sie hat sich von der DDR nie losgelöst. Sie hat nie etwas gegen ihr Land gesagt. So Michael Gielen, mit dem sie in Frankfurt am Main eine ganze Reihe herausragender Arbeiten realisiert. Nach 1990 beginnt eine Zeit, die Gielen als Beginn einer Versteinerung wahrnimmt und mit dem Beginn ihrer Krebserkrankung in Verbindung bringt. Ihrem strengen, unerbittlich auf Ernsthaftigkeit und Konzentration bestehenden Stil bleibt sie bis zu ihrem Tod am 25. Januar 1996 treu. Ästhetik als die Schönheit des Widersprüchlichen charakterisiert Berghaus selbst diesen Stil, der bei allem analytischen Tiefgang dennoch aus einer ganz anderen Quelle schöpfe. Ich finde, dass wir manchmal beinahe zu viel theoretisieren. Man darf nicht vergessen, dass das Theater auch noch was vom Wanderzirkus haben sollte, denn der war ja gar nicht so schlecht.